Liebe Kolleginnen und Kollegen, Körperscanner sind Placebos. Schaut mal im Wiki nach, dann bedeutet Placebo ein Scheinarzneimittel, welches keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine pharmakologische Wirkung entfaltet. In Fakten heißt das zum Beispiel, dass eine 10-monatige Testphase in Deutschland erbrachte, dass Körperscanner weniger Sicherheit als die herkömmlichen Methoden erbringt und daher scheiterte. Schweißflecken wurden als Sicherheitsrisiko signalisiert, Papiertaschentücher als Gefahr, Fehlalarme bis zu 100% hat es gegeben. Kein Körperscanner der Welt ermöglicht eine Analyse von Körperöffnungen oder des Körperinneren. Darin versteckte Objekte können nicht aufgefunden werden. Und man sollte Terroristen nicht dümmer einschätzen, als sie sind. Und dort, wo Körperscanner serienmäßig eingesetzt sind, stieg nicht der Erfolg, sondern die Missbrauchsquote. Schauen wir in die USA. Dort musste eine Frau ihre Brustprothese abnehmen als Beweis, und zwar nach dem Scannen. In Großbritannien weigerten sich zwei Frauen aus religiösen bzw. gesundheitlichen Gründen, gescannt zu werden und durften nicht fliegen. Peinlichste Körperkontrollen gibt es als Alternativen in verschiedenen Ländern. Und künftig dürfte die Missbrauchsgefahr auch erheblich steigern. Und zwar einfach deswegen, weil natürlich, wie schon gesagt, der Verkehrsausschuss beschlossen hat, reale Körperdarstellungen sind möglich. Ja, das heißt auch, ich kann die realen Umrisse erkennen. Und es gibt schon Fälle von belästigenden Bemerkungen, die gestiegen sind. Und das ist ein menschenrechtliches Problem. Meine Damen und Herren, Placebo kommt aus dem Lateinischen und heißt, ich werde gefallen. Gefallen daran dürften lediglich die Marktführer für Körperscanner haben, die diesen Schund herstellen und verkaufen. Gracias, señora Ernst. En nombre de la Europa de la Libertad de